Hallo und herzlich willkommen zum Malkiels Matrix Podcast und ich bin der Malkiel und ich freue mich, energiereich glücklich mit dir zu sein. Energiereich ist der Januar und unsere Energie hebt sich unglaublich an. Das bedeutet, wir haben jetzt gerade in dieser Woche ein unglaublich starkes Kristalllicht. Und dieses Kristalllicht können wir ungemein nutzen, um in uns selber hohe Schwingungen auszulösen. Vor allen Dingen jetzt in dieser Woche, seit dem 13. kann dich ein Kristall, eine Kristallkraft ungemein inspirieren. Du kannst diese Woche eine Transformation begehen, indem du etwas abgibst, etwas loslässt. Ja? Und wir haben zudem eine ungemeine Kraft der Ruhe. Die Natur macht uns im Winter vor, wie wichtig die Phasen der Ruhe sind. Auch diese solltest du dir gönnen. Wenn im Außen nichts passiert, passiert im Inneren aber meist auch nicht sehr viel. Das heißt also, hier gilt es gerade in dieser Woche, dieses Spiel aus energiereich und ruhevoll gut hinzubekommen. Es ist deine Balance jetzt in der kommenden Zeit. Ja, welche Schwelle betreten wir? Wir haben ungemein starke energetische Portaltage und vor allen Dingen auch in dieser Woche einen Portaltag, der am Freitag stattfindet, den 17.01., der dir viel Lebensmut und viel Freude schenkt. Auch für diese Zeremonie kannst du dich immer noch bei mir registrieren. Kontaktiere mich einfach, alles ist in der Infobox auch verlinkt. Ja? So, wir haben jetzt eine Zeitqualität seit dem Sonntag mit einem epochalen Neubeginn. Es ertönte jetzt am Sonntag ein kosmischer Gongschlag durch Zeit und durch Raum. Wir werden ihn noch weit in die nächsten Jahre hineinspüren. Aber im Augenblick sind die Energien so geballt, dass du wirklich auch spürst, welche Energie und welche Kraft im Moment zu dir fließt und in dich hineinfließt. Und wir sind jetzt an einer kleinen Engstelle nochmal angekommen und katapultieren uns aber in einen neuen, kristallklaren Raum hinein. Und das ist das Schöne. Wir haben jetzt auch einen Zeichenwechsel am Donnerstag. Der Merkur geht in den Wassermann. Da kommen wir nicht nur auf neue Gedanken, es kommen Geistesblitze auf dich zu. Und vor allen Dingen ist es eine visionäre Woche. Das heißt, hier können wir aus deinen Ideen, deinen Geistesblitzen eine neue Zukunft kreieren und erschaffen. Deshalb sei unbedingt achtsam. Dann am Freitag geht es los, dass der Flow wiederkommt, dass der Flow da ist, dass du in das Fließen hineinkommst. Und ich glaube, dass diese Energie ungemein spürbar ist für dich, ja? Denn vielleicht warst du im letzten Jahr so zerstreut, dass du deine eigenen Ziele nicht gesehen hast, dass du deinen Fokus verloren hast, dass du von deinem Weg abgekommen bist oder irgendwelche Abzweige genommen hast, die dich erstmal in einen Irrgarten gelotst haben, sei es auf der emotionalen als auch auf der spirituellen oder auf deiner erfolgs- und finanziellen Ebene. Und genau hier haben wir jetzt einen super Katalysator seit dem Wochenende, sozusagen eine Zündkerze, die genau deinen Motor jetzt startet und dich wirklich von 0 auf 100 bringt in wenigen Sekunden. Und hoppla, wir wollen ja weiterkommen. Du willst weiterkommen. Ich möchte weiterkommen. Jeder von uns hat doch seine Ziele für dieses Jahr. Nutze diesen epochalen Neubeginn und diese Kraft der Zukunft jetzt für dich. Und die Tage, die jetzt anstehen in dieser Woche, der Donnerstag, der Freitag, nehme dir wirklich bewusst vor, wo möchtest du in diesem Jahr ganz klar hin? Was ist dein Ziel? Was ist dein Target? Und vor allen Dingen, wie sieht es mit deiner Selbstbestimmung, deiner Selbstverantwortung und deiner Selbstliebe aus? Das sind die Fragen, die diese Woche aufkommen und mit der wir uns wirklich auch auseinandersetzen müssen. Denn wir erleben eine Neuordnung aller Strukturen und du musst dich auch neu ordnen und positionieren, um hier erfolgreich zu sein. Und du wirst erfolgreich sein, wenn du mir und meiner Energie
folgst. Nicht nur in den Zeremonien, sondern auch hier beim Podcast. Auch der kann dir viel Input geben, worüber du jetzt nachdenken kannst, und nehme dir das als Aufgabe für diese Woche. Was gehört zu 100% zu dir und was gehört eben nicht zu 100% zu dir? Und dann lasse es weg und du bist wieder auf einem geradlinigen Weg. Das ist die Wochenenergie, über die ich jetzt nochmal ausgiebig mit euch, mit dir einfach sprechen wollte, um dir wirklich diesen frischen Wind zu geben und diese Energien, die uns im Moment ereilen, wirklich, dass du sie richtig kanalisierst und vor allen Dingen positiv für dich nutzt. Ne? Ich muss immer mehr gegen meinen Schatten ankämpfen, denn nun durchschaue ich die Bühne der Polarität. Alles, was mir in der äußeren Welt begegnet, alles, was ich manifestiere, spiegelt, was ich mir erschaffen habe. Ich sehe es, ich fühle es und ich lerne, diese Fülle zu lieben und anzunehmen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir am Sonntag und schau vielleicht mal auf meiner Webseite oder in meinen Social Media Links vorbei. Auch darüber freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Malkiel.